Hallo, mein Name ist Martin Wölker. Ich bin Logistiker. Wahre Logistiker optimieren andauert. Willkommen in meiner Bibliothek, aber hätte ich schon denken können, das ist gar nicht meine Bibliothek, ist einfach nur ein virtueller Hintergrund. Ich gehe mal in die unendlichen Weiten der Bibliothek. Ich möchte an meiner eigenen Bibliothek ein bisschen arbeiten. Die sieht ein bisschen anders aus. Gleichzeitig möchte ich auch ein bisschen Verpackungslogistik betreiben, denn heute ist entsprechend Bibliotheksleiter gekommen. Und wenn ich das so gesehen habe, naja, gucken wir es uns an. So, das ist also meine fantastische Bibliothek. Machen wir mal kurz auf. Da haben wir die Märchen, das sind Fantasy-Romane, Herr der Ringe, das schwarze Auge, also verschiedene Dinge. Gucken wir uns die andere Hälfte an. Jo, da sehen wir einen Haufen schwarze Heine-Science-Fiction. Darunter sehen wir die weißen Goldmann, da gibt es nur 250 Stück ungefähr, fehlen mir noch ein paar, also wer welche hat. Bunte habe ich daneben noch liegen, also irgendwie, ja, das hat noch anders zu sein. Da habe ich einfach noch was reingeschmissen, da müsste man vielleicht noch mehr machen, sind noch andere Verlage, also irgendwie ist da schon eine gewisse Ordnung da. Machen wir mal Gesamtübersicht. Was sagt der Logistiker? Das ist ein schlechtes Lager. Warum? Kein wahlfreier Zugriff, hintereinander gestellt, wegräumen, keine Ordnung. Das muss besser werden. Und woran liegt's? Zu wenig Platz. Mehr Platz. Mehr Platz heißt mehr laufende Regalmeter. Da ich ja in die Breite nicht gehen kann, hat man ja gesehen, der Schrank steht an der Wand da, da ist rechts und links kein Platz mehr, muss ich in die Höhe gehen, also eine Leiter, schöne Bibliotheksleiter gekauft, die ist in Folie eingepackt, leider natürlich zerrissen, weil es einfach Haushaltsfolie ist. Dann habe ich sie aufgemacht und kontrolliert, ob innen drin alles gut aussieht. Da sehen wir ein kleines Paket, da sind viele Kleinteile drin, da sehen wir die beiden Stangen. Das sieht also auf den ersten Blick erst einmal ganz gut aus. Und dann wollen wir mal gucken, wenn wir die Teile auspacken, wie das dann aussieht. Als erstes suche ich mir die Kleinteile raus oben und da stellen wir fest, ein paar Schräubchen, 8 Schrauben, 4 kleine Schrauben, die beiden Haken zum Einhängen der Leiter. Naja, da habe ich ganz schön lange für gebraucht, war nämlich mit zig Metern Folie umwickelt. Und mal gucken, wie es mit den Stangen aussieht. Die Stangen sind ja befestigt an der Leiter mit Kabelbindern. Die sind so brutal angezogen. 2, 3 waren feste, einer war abgerissen, wahrscheinlich einfach schon zu viel Spannung drauf. Kaum runter zu kriegen, Seitenschneider holen, damit man ganz vorsichtig, ohne den Lack zu beschädigen, die runterkriegt. Ausgepackt habe ich sie natürlich dann auch. Ne? Und was ist dabei übrig geblieben? Also wir haben 2 Stangen, 2 Haken, 12 Schrauben und schon einen ganzen Haufen Plastikmüll. Weiter ausgepackt, die haben die Schutzfolien abgemacht, Styropor abgemacht. Wir sehen, es ist alles ganz schön gestückelt, nicht aus einem Stück, sondern viele einzelne Stückchen zusammengebaut. Und was ist entstanden? 2 Säcke Plastikmüll. Der Schaumstoff in dem blauen Sack und dem gelben Sack, die Plastikfolie drin. Gut, wie sieht die Leiter aus? Leiter sieht gut aus. Ich bin einfach rumgegangen, dann habe alles kontrolliert. Da kann man echt nicht meckern. Dann guckt man sich die Spitze an und was sehen wir? Mist, nass. Ja klar, im Regen abgestellt. Das ist das Ergebnis. Eine Bibliotheksleiter, da kann man echt zufrieden sein. Ich komme jetzt auch wieder in die Spitzboden oben rauf, das ist positiv. Was habe ich gewonnen dadurch? Ich habe eine Leiter, die man einhängen kann. Gehen wir mal kurz nach vorne, gucken wir uns die Einhängmimik an. Das ist sehr praktisch. Gutes Erklärvideo. Gut, und ich habe oberhalb von meinem Schrank jetzt auch so eine Stange montiert. Ist eine Bibliotheksleiter, kann ich einhängen. Und jetzt sehen wir die beiden Zustände. Rechts der alte Zustand, einfach eine Leiter aus dem Baumarkt mit Tüchern umwickelt, damit ich das ganze Holz nicht kaputt mache. Immer so freischwebend da hoch. Das ist gefährlich. Jetzt habe ich eine richtige Leiter und komme nach oben. Also mehr Platz. Meine fantastische Bibliothek benötigt eine Erweiterung, da sie total überfüllt ist. Ich gehe in die Vertikale und brauche dafür eine Leiter. Diese setze ich auch ein, um den Spitzboden besser zu erreichen. Beim Auspacken der aufwendig manuell verpackten Leiter zeigte sich, dass Frischhaltefolie wohl nicht das richtige Material ist. Wer hätte das gedacht?